Im Norden Dänemarks in Aalborg findet jedes Jahr eine Summerparty statt. Hunderte von jungen Leuten veranstalten hier eine Demo-Party, auch Copy-Party genannt. Das Treffen dauert 3 Tage und 3 Nächte. Die jungen Cybernauten tauschen in dieser Zeit ihre Programme aus und nehmen an Programmierwettbewerben teil. Die Teilnehmer dieser Wettbewerbe arbeiten mit Amiga und PCs, den billigsten Computern. Demo-Partys sind in Nordeuropa sehr beliebt. An manchen dieser Partys nehmen über 3000 Personen teil. Eigentlich war es so, früher war, und das hängt uns heute noch nach, die Demoszene vollkommen illegal. Das heißt, Intros und Demos wurden eigentlich nur geschrieben, um gecrackte Spiele oder Programme zu präsentieren. Und irgendwann hat man festgestellt, oh, das gefällt uns auch so, man bringt auch mal sowas raus. Und so ging es dann immer weiter, es hat sich gesteigert. Und inzwischen ist es so, dass es gibt immer noch die illegale Szene. Das ist negativ und von der wollen wir uns auch stark differenzieren. Und die legale Szene, das sind also dann Gruppen wie Artwork, oder die Essence, auch aus Deutschland, die dann halt wirklich rein des Spaßes wegen und hier auf diesen Partys dann sich repräsentieren wollen. Ich fahre nach Dänemark zu den Amiga-Wettbewerben. Ich treffe dort Freunde und zeige Grafiken und Demos. Clary ist die einzige Frau unter den 600 Hackern. Sie ist mit ihrer Gruppe Drifters aus Nancy gekommen. Die Demos sind kleine Meisterwerke der Computerwelt. Sie beweisen, dass nichts unmöglich ist. Die jungen Programmierer stellen ihre Programme zur freien Verfügung. Es gibt ganz unterschiedliche Demo-Partys, reine EDV-Partys, aber auch Grafik-, Musik- und Animationspartys. Die Party-Teilnehmer können kostenlos ihre Kunst ausüben, denn im Internet gibt es noch keine Urheberrechte. Die beiden hier kommen aus Dänemark und Finnland. Ich bin Französin. Hier sind aber auch Deutsche und Spanier. Ganz Europa ist auf diesen Demo-Partys vertreten. Die meisten hier sind 20 oder 21. Die jüngsten Teilnehmer, die ich kenne, sind 14 oder 15. Sie haben schon ein Niveau erreicht, das wir in dem Alter nicht hatten. Sie haben einfach früher angefangen als wir. Wir waren schon älter, als der Computer auf den Markt kam. Für mich gehören sie zur neuen Generation, denn ich fühle mich hier schon richtig alt. Ich gehöre auf diesen Partys schon zu den Alten. Und die jungen Teilnehmer, die sind wirklich richtig gut. Viele Leute denken, dass diese Treffen nur dazu genutzt werden, um Software zu kopieren oder zu stehlen. Aber ich kann bestätigen, dass dies nur selten der Fall ist. Es gibt die sogenannten 40K-Wettbewerbe, das heißt kleine Wettbewerbe. Daneben gibt es noch die 4K-Wettbewerbe, das sind noch kleinere Wettbewerbe, wo es hauptsächlich um Maschinencodes geht. Auf den Demo-Partys finden Wettbewerbe statt, bei denen es um Retrace geht, das heißt um reine Kalkulationen und um 3D-Animationen. Es gibt aber auch reine Retrace-Wettbewerbe. Die 3D-Animationen, die hier entworfen werden, sind einfach großartig. 3D, c'est gigantesque. Die Leute kommen hauptsächlich, weil sie hier leistungsstärkere technische Mittel zur Verfügung haben als zu Hause oder im Büro. At home or at their company.
Die Leute nutzen das Internet hauptsächlich, um elektronische Nachrichten zu verschicken. Auf den Demo-Partys tauschen die Teilnehmer Software oder Codes aus, um ihre Animationen zu programmieren. Die Demos werden von Teams durchgeführt, die manchmal Tausende von Kilometern voneinander entfernt sind. Über das Internet schicken sie sich Bilder und Codes zu. Heute arbeiten meistens mehrere Personen an einer Animation. Ich kenne niemanden mehr, der gleichzeitig Musik, Grafiken und Codes kreiert. Jeder spezialisiert sich auf einem Gebiet. Wir loggen uns alle ins Internet ein und kommunizieren über einen privaten Kanal miteinander. Wir besprechen, was wir machen wollen und suchen nach einer guten Idee. Wir entscheiden uns für ein Thema und dann beginnen wir mit den Grafiken und bestimmen den Code. Danach tauschen wir die Bilder aus und kommentieren sie. Nein, die Farben gefallen mir nicht so gut, gib ein bisschen Blau dazu und nimm ein bisschen Rot weg. Dadurch können wir sehr schnell Demos übers Internet erstellen. Mit Amiga ist es möglich, von einem Bildschirmfenster zum anderen zu springen. Während ich also meine Grafik gestalte, kann ich übers Internet mit meinem Partner kommunizieren. Wir tauschen uns direkt miteinander aus. Er muss mich nicht anrufen oder neben mir sitzen. Ich glaube, dass es eine neue Form von Kunst ist. Es ist genauso, als würde Picasso ein Bild auf Leinwand malen. Heute malen wir auf dem Computer und schaffen wahre Gemälde. Ich hoffe, dass unsere Kreationen eines Tages als Kunst anerkannt werden. Die einen machen Spiele auf PlayStation oder Amiga als Hobby, andere machen ihren Beruf daraus. Ich habe mich auf keinem Gebiet spezialisiert. Ich bin nur Amateur. Für mich bleibt es eine Leidenschaft. Diese hört auf, wenn es irgendwann auch um Geld geht. Dann würde ich meine Leidenschaft zum Beruf machen und der Spaß an der Sache ginge dabei verloren.